Hallo meine XXL-Leute und willkommen zu einem Magazin, das ich nicht erwartet habe und von dem ich viel zu spät bemerkt habe, dass es existiert. Es gibt nämlich auch dieses Jahr wieder XXL-Magazine beim Rewe. Letztes Jahr waren sie Rewe-exklusiv. Ich habe sie auch dieses Jahr nur bei Rewe gesehen und vermute deshalb, dass sie auch dieses Jahr exklusiv sind. Was ist das Ding bei den XXL-Magazinen? Die XXL-Magazine sind zum einen größer im Format als die normalen Hefte, mal zum Vergleich. Oh, okay, die sind nicht mehr größer als die normalen Hefte. Letztes Jahr waren sie ein ganzes Stück größer. Okay, das ist das normale Heftformat. Aber was ist da noch XXL? Das Extra. Das Extra ist keine kleine, da geht langsam die Luft raus, nicht für den Luftzug. Das ist sehr, sehr, sehr weird. Nicht diese kleinen Päckchen, die ihr sonst bei den Heften bei habt, sondern eine richtige Polybag. Und zwar ist das eine Polybag, die es vorher auch im Handel gab. Und ich schätze mal, das ist eine Methode von Lego, um restliche Polybags einfach loszuwerden, die sie noch im Lager hatten. Ja, gibt es bei Rewe, kosten 4,99 €, also 1 Euro mehr als die normalen Hefte und auch 1 Euro mehr als eine Polybag normalerweise kostet. Das ist durchaus in Ordnung. Die meisten dieser Hefte habe ich schon vorgestellt. Ich gehe mal, beziehungsweise die Hefte nicht, aber die Polybags, die beiliegen. Deswegen gehe ich von den anderen drei Heften, die es auch noch gibt, nur mal kurz über die Polybags zur Zusammenfassung, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was ich darüber denke und wie die aussehen und so weiter, habe ich zu jedem dieser Polybags bei den anderen Heften bereits ein Video gemacht. Ich setze Links in die Beschreibung unten, genau. Oder nee, ans Ende dieses Videos, alle drei Links. Also, es gibt nämlich auch schon noch XXL Jurassic World mit diesem Polybag. Das Velociraptor Baby Spielgehege. Nettes Polybag, das Gehege ist ja für eine Polybag ein überraschend großes Ding, wenn auch immer noch etwas klein für den Velociraptor, einfach weil viel Zeug dabei ist. Und es ist halt im Grunde nur ein halbes Gehege. Man bräuchte also eigentlich zwei, um Ganzes zu machen oder halt zusätzliche Teile, aber die Teile, die drin sind, sind tatsächlich schön. Dann haben wir Sam X, eine Mini-Version vom Samurai X-Roboter. Ja, auch nicht. Der hat noch eine zweite Bauweise als Mini-Version der mobilen Ninja-Zentrale und die fand ich absolut langweilig. Dieser kleine Roboter hier ist aber tatsächlich ein super Teil. Habe ich mir übrigens auch zwei von geholt, damit die Wache stehen vor dem richtigen Samurai X-Roboter. Und dann haben wir noch ein Lego City XXL mit diesem Feuerwehrfahrzeug. Ja, was soll man sagen? Feuerwehrfahrzeug, ganz nett und es taugt auch als Feuerwehrgabelstapler. Das ist mein Lieblingsfeature von dem Ding. Okay, kommen wir zu diesem Heft. Dieses Heft mit ganz groß drauf: Lloyd will never be the same. Lloyd is changing. Und der entsprechenden Beilage, auch da haben wir ihn wieder mit seinem Ninja Workout. Ich hätte fast Training gesagt. Nein, Workout. Training gab es letztes Jahr im Heft, wo er zusammen mit Nya in einer der Polybags war. Das Heft selber ist extrem schnell gesprochen. Kann noch mal eben zeigen, diese beiden Poster gibt es. Die Ninja Feuerschlangen, der Wüstensegler und die große Feuerschlange. Und dann noch da unten ein Kampf auf dem Boden und du musst brennen, um zu siegen. Hui, das ist martialisch. Aber ja, das sind unsere sechs Ninja mit ihren aktivierten VS-Kräften. Das ist das Heft und es ist wirklich sehr, sehr dünn, wenn man das vom Poster mal absieht. Ja, das ist schon das halbe Heft. Also acht Seiten, Moment, vier Blätter, acht Seiten, insgesamt 16 Seiten. Das ist nicht viel. Es ist auch kein Comic dabei oder so, sondern es sind Rätselspiele-Werbung, nicht Rätsel-Comics-Spiele. Ist nicht viel drüber zu sagen. Sehr, sehr sparsames Heft. Im Grunde nur ein bisschen Papier, damit man das Ding überhaupt noch verkauft kriegt, würde ich sagen. Und dann haben wir unsere Polybag, die 3053-4 Lloyd's Ninja Workout. Und die mache ich jetzt kaputt. So. Und das ist ein wirklich, das ist mal ein kleines Set.
mit, ja, die Anleitung ist wahrscheinlich genau, ist wieder eine gute alte DIN A4 Anleitung. Nichts außer der Anleitung drauf, keine Werbung oder sonst was. Okay, bauen wir unseren Ninja mal zusammen. Und das ist natürlich die übliche Legacy-Version. Mit den sehr, sehr grünen Augen, dem wütenden Gesichtsausdruck und dem cleveren Gesichtsausdruck. Verwunderten Gesichtsausdruck. Ja, ich glaube, das ist ein verwunderter Gesichtsausdruck. Haben wir das auch geklärt. Ihr kennt wahrscheinlich die Bedruckung der Legacy-Figuren schon, aber das ist durchaus eine schöne, detaillierte Bedruckung. Hier mit den Schriftzeichen auch auf dem, wie immer man dieses Teil vom Mantel nennt. Mit dem Zeichen hier hinten drauf. Ja, und die einteilige Maske mit dem langen Bandana. Also einmal diese Figur. Dann haben wir, jetzt muss ich doch mal eben in die Anleitung schauen, denn dieses Rollding ist ja tatsächlich eine interessante Geschichte, mit dem man ein bisschen Bewegung in seine Sets kriegt. Jetzt muss ich gerade die Reihenfolge rausfinden. Und da ist auch dieses Teil dabei. Ein Symbol. Gibt es für alle Ninja, glaube ich. Hier ist das für Lloyd. Das ist schön. Also das ist tatsächlich schön zu haben. Wo ich die anderen herkriege, weiß ich noch nicht. Denn wenn, dann will man ja eigentlich davon auch ein komplettes Set haben, damit man so jedem Ninja eins zuordnen kann. Aber, ja gut, ist jetzt so, dass wir nur eins haben. Ist ja auch schon mal ein Anfang. Irgendwas fehlt hier. Da kommt noch einer dran. Alles richtig, aber das sieht trotzdem irgendwie länger aus als auf der Anleitung. Finden wir noch später raus, was da passiert ist. Ich kriege die große Kralle. So. Und auf die. Okay. Der Gummireifen und dieses Ding. Und dann kommt der. So. Und da haben wir nämlich schon unser erstes Spielfeature. Mit diesem Ding kann man, da kann man dann sein Ninja draufstecken. Es ist grün, also kommt selbstverständlich Lloyd drauf. Und dann kann man ihn, ja, drehen lassen. Gutes altes Spinjitzu. Wenn er dann mal einen Säbel in die Hand kriegt, dann kann er auf diese Weise auch angreifen. Komm, nimm das jetzt. Da sind wir. So, da haben wir schon mal unseren kämpfenden Lloyd. Wogegen kämpft er? Er kämpft gegen eine Holzfigur. Das ist jetzt wenig spektakulär für Ninja, gegen eine Holzfigur zu kämpfen, aber das hat natürlich einen Sinn, denn das ist ja ein Trainingssetup. Und als Trainingssetup passt das natürlich gut in in ein Dojo oder zum Beispiel in das Hauptquartier der Ninja oder so etwas. Dafür kann man das sehr gut brauchen. Ah gut, die sind noch drehbar. So, dann kann man nämlich, kriegt er noch ein Schwert in jede Hand. Und dann haben wir hier unsere ja, auch so rum. Unsere kleine Trainingspuppe, die sich natürlich hier oben frei drehen lässt, damit er, wenn er dagegen schlägt, der trifft nicht immer, aber wenn er trifft, na, bewegt sich alles wunderbar. Das ist schon alles. Wenig spektakulär. Eine schöne Ergänzung für ein Dojo, Ninja Hauptquartier, sowas halt. Wir haben eine Greifklaue übrig. Nicht zu verschwenderisch mit umgehen. Wir haben dieses Ding, das ich hier, wie gesagt, das dreht sich einfach. Ein brauner, unbedruckter Kopf. Auch nett zu haben. Und wir haben den Ninja Spinner. Und natürlich unseren Legacy Lloyd, aber
ganz im Ernst, wer Ninjago sammelt, hat wahrscheinlich fünf davon. Trotzdem. Ganz nett. Wie gesagt, 4,99 Euro, 1 Euro mehr als eine Polybag normal kostet, aber diese Polybag habe ich tatsächlich nie im normalen Handel gesehen. Das Heft, wenn das Poster gefällt, die sind nicht schlecht, die beiden Poster. Gut, dafür legt man halt noch einen Euro drauf. Bisschen klein, aber durchaus nett. Ja. Morgen gibt es Dinosaurier, die sind größer. Bis dahin.